Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja, wir sind noch voll in den Echosümpfen. Wollen jetzt endlich dann das Lager hier ausheben, damit wir in Ruhe an das Aria rankommen. Lasst uns kämpfen. Das wird uns einiges an Verlusten wahrscheinlich einbringen. Vor allem, wenn wir jetzt gleich gegen die Türme rennen. Wir werden angegriffen. Boing. Die Linien dürfen nicht brechen. Die Linien müssen halten. Nor wird uns rächen. Okay, da fällt der Eure erste. Gegenwehr ist vergebens. Für die Linien Ehre. Dürfen nicht brechen. Eure Gegenwehr ist vergebens. So, alles, was ihr wünscht. Könnt schon mal den Onyx-Schrein errichten. Während wir das Lager zerlegen, wir werden wahrscheinlich von den Feuerwerfern angeschossen werden. Können wir allerdings nicht viel dran ändern. Oh, ein Waldschrat hier unten und hier ist ein Spinnenflüsterer-Goblin. Dann halten Männer! Der Tod ist nur der Anfang! So, schön draufhauen. Meister, die Linien dürfen nicht brechen! So, und jetzt Rückzug, weil da kommen schon wieder Gegner von unten. Ich will nicht sterben! Nein! So, das Tor ist immer noch zu. Für die Macht Nors! Du kannst drauf gehen. Sie töten mich, Meister! Geht weg! Lasst mich in Ruhe! So, hier zwei neue Arbeiter. Eure Gegenwehr ist vergebens! Oh, das ist dunkel. Das heißt, Gegner, die jetzt sterben, werden zu Skeletten. Also Gegner, die jetzt von den Norkane getötet werden, werden zu Skeletten. Verlangt ihr? So, nutzen wir das mal und was können wir noch errichten? Was bräuchten wir für Hexen? Arcanum und schwarze Schule. Was verlangt ihr?
bin unwürdig. Und ja, da unser Steinmetz gerade auch nichts zu tun hat, also unsere Steinabbauer nichts zu tun haben, wir werden angegriffen. Tach. Können die mal beim Bauen helfen? Vorsicht, Gegner! Der Platz hier wäre eigentlich ideal, um Verteidigung zu errichten. Allerdings ja, hier geht's nirgends lang. Es geht nur da geradeaus weiter. Oder oben kommt niemand. Das ist gut. So, viel weiter wagen wir uns jetzt erstmal nicht vor. So, Arcanum wurde gebaut. Bauen wir auch noch eine schwarze Schule? Ja, Meister! Ja, die große Frage war zuerst nach Norden oder nach Süden, aber von Süden kommen Beiloger angelatscht. Also kümmern wir uns erstmal um das in Süden. Vorsicht, Gegner! Nor wird uns rächen! Hier! Ein feiger Angriff! Ist echt gerade die Frage, wo wir zuerst hin sollten. Dort sind nämlich auch Beiloger. Ja, komm. Die bewachen Aria. Nee, wir warten erst auf Verstärkung. Wir warten erst auf Verstärkung, bevor wir die Beiloger angreifen. Also ja, ich kann hier oben noch lang gehen und gucken, was sich dort befindet. Wie kann ich dienen? So, eine schwarze Schule haben wir auch errichtet.
Lasst uns kämpfen. Lasst uns kämpfen. Ruhm und Ehre. So, ihr wartet erstmal hier. Ich gehe alleine kundschaften. Also ja, hier komme ich nicht einfach rein. Das wird wahrscheinlich der Weg ins Sumpfbett sein. Bett, genau. Ich sollte aber erstmal zurück, weil da kommt ein Angriff. Ja gut, nehmen wir erstmal eine Ladung Hexer auf. Ein feiger Angriff! Die Linien dürfen nicht brechen! Gebt euren Befehl. Vorwärts, Krieger! Für die Macht Nords und Ehre. Gut, jetzt können wir wieder nach da oben gehen. Nein, dich noch nicht. Ich brauche noch weitere Hexer. Gebt euren Befehl. Ich habe gerade mal 7, also 3 Hexer bräuchte ich noch. Oh, ein kleines Händlerlager. Und ja, von hier aus kommen wir auf diese Befestigung. Mal gucken, was habt ihr denn so schönes Angebot? Ja, du kannst erstmal die Rune haben. Zauber, okay. Kettenhemd aus vergangener Zeit. Wäre gar nicht mal so schlecht, aber warten wir noch ab. Und du hast Waffen, okay. Und ja, da stehen ein paar Orks rum. Ein paar sehr starke Orks teilweise. Da kommt schon wieder ein Angriff. Also ja, erst die Uber hier loswerden, dann können wir nämlich, da wir jetzt eh genug Nahrung haben. Jetzt noch 8 von denen hier. Da sind wir erstmal gerüstet. Um jedenfalls die hier auszulöschen.
Die haben zum Glück ein kleines Lager und greifen ja nicht mal wirklich an. Also von da habe ich bis jetzt noch keine Angriffe gesehen.